Moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute ein neues Auto für euch, ein ziemlich cooles neues Auto. Es ist nämlich der Mini Cooper SE. Die vollelektrische Version des Mini Cooper. Es gibt ihn auch noch als Benziner, aber ich teste für euch natürlich nur die Elektroausgabe. Ja, er ist relativ neu. Es fahren noch nicht so viele davon auf unseren Straßen rum. Aber der Wagen ist natürlich minitypisch extrem cool und ich muss zugeben, doch sehr verspielt. Und das gucken wir uns nachher alles genau an. Aber natürlich interessiert mich vor allem, wie ist die Reichweite, wie ist die Alltagstauglichkeit, wie weit komme ich damit eigentlich auf der Autobahn? Denn dieser Wagen hier, das ist der Favorite Trim mit einer sehr üppigen Ausstattung. Der hat einen über 49 Kilowattstunden großen Akku, also netto. Ja, und verspricht eine WLTP-Reichweite von 400 Kilometern. Das schauen wir uns natürlich an und ja, mit dem Hund hinten im Kofferraum, das wird wahrscheinlich nichts, aber wir gucken uns natürlich trotzdem mal an, was da geht. Oder ist es jetzt hier wirklich ein Viersitzer? Weil ich habe hier vier Sitze, aber können hier wirklich vier Erwachsene reisen in diesem Auto? Oder ist es nur ein Zweisitzer mit Notsitzen? Ja, ist es vielleicht auch nur ein sehr teures Accessoire? Oder ist dieser Wagen wirklich praxistauglich? Wie fährt sich das Teil? All das sind spannende Fragen, die euch möglicherweise brennend interessieren. Deswegen wird es mit Sicherheit ein spannendes Video, also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Leute, herzlich willkommen im neuen Mini Cooper SE. Der Wagen ist ja nun wirklich eine Ikone eigentlich, ne? Aber so richtig Mini kann man ihn auch nicht mehr bezeichnen. Und überhaupt würde ich sagen, das Ganze hier ist auf gar keinen Fall ein Vernunftauto, sondern so ein Mini, ja, den muss man haben wollen, weil er einfach cool aussieht, weil er ein gewisses Image hat, weil er cool fährt und weil er irgendwie auch ja, einen gewissen Lifestyle ausdrückt. Also ist es hier eher doch mehr so ein Lifestyle-Accessoire? Das ist halt die Frage, ne? Also das Platzangebot in so einem kleinen Wagen, das ist natürlich nicht so üppig, als dass man hier mit einer Familie verreisen könnte, sodass er sich dann eher für zwei Personen anbietet mit ein bisschen Gepäck und schon gar nicht mit Hund, also höchstens ein Dackel vielleicht, aber mehr passt hinten in den Kofferraum auch nicht wirklich rein. Gucken wir uns nachher natürlich auch nochmal an. Aber ich muss echt zugeben, der Wagen, der ist wirklich einfach cool. Und genau das strahlt er auch aus. Also allein hier das gesamte Interieur. Es ist einiges an Plastik da, völlig klar. Wir haben hier aber schönes Gewebe. Hier am Lautsprecher mit Harman-Kardon-Anlage übrigens, die ziemlich gut klingt. Haben wir hier Kunststoff. Hier das ganze Armaturenbrett ist dann wieder mit diesem Gewebe gespannt. Das ist übrigens aus recycelten PET-Flaschen. Scheint momentan gerade Trend zu sein. Dann haben wir hier schöne Sitze hier in diesem so blauen Lederimitat. Das ist natürlich Kunstleder mit so ja, Textil. Bordüren, schöner blauer Mini-Schriftzug. Das Ganze gibt es auch noch mal in einer hellen Optik, helles Leder. Und je nach Trim ist es natürlich auch mal helles Gewebe oder dunkles Gewebe. Wir sind ja hier in der, wie heißt sie, Favorite Trim, also mehr oder weniger die gehobene Ausstattung. Darüber kommt dann nur noch John Cooper Works. Ja, und das kann sich echt schon sehen lassen. Mittelkonsole haben wir so erstmal gar nicht, sondern wir haben hier relativ viel Luft. Aber hier ist eine induktive Ladeschale, hier sind zwei Cupholder, hier ist eine Armlehne, die am Fahrersitz befestigt ist, die man ja nicht verstellen kann, die ist quasi angetackert. Hier ist noch so ein winziges Fach, das kann man hier mit so einem Gurt aufhebeln. Also mit dem rechten Arm ist das irgendwie ungünstig wegen dieser Armlehne. Und was passt hier rein? Ja, Sonnenbrille, Taschentücher, Ladekarten, Schlüssel. Und das war's. Also das ist mehr oder weniger nur eine Geste. Nicht wirklich für viel Stauraum. Handschuhfach haben wir auch noch. Ein paar Seitenablagen in den Türen. Da passt vielleicht eine 0,3 Flasche rein und das war's. Ansonsten ablagentechnisch hier doch ein bisschen mau.
Aber für so einen Kleinwagen reicht es natürlich aus. Hier noch so ein Bedienelement, ja, mit Start-Stopp-Knopf kann man dazu gar nicht sagen. Es ist wie so ein Schlüssel gestaltet, also man muss es drehen. Also als ob man so ein Auto startet, dann geht der Wagen an und wenn man in die andere Richtung dreht, geht der Wagen aus. Also ja, irgendwie cool. Also abziehen kann man es nicht, es ist schon fest. Dann haben wir hier den Gangwallhebel, Parkbremse, hier die Experiences. Das sind sozusagen die Modi, die dieser Wagen hat. Und da gibt es doch eine ganze Menge. Also Balance, Personal, Timeless, Vivid, Green, Core und Go-Kart. Und wenn man die wechselt, juhu, das ist schon cool. Da gibt es hier irgendwie so einen Sound. Also das ist jetzt nur bei Go-Kart. Jeder Experience hat einen anderen Sound. Auch der Fahrsound wechselt. Irgendwie die Abstimmung scheint zu wechseln. Zumindest heißt es so. Ich habe das ehrlich gesagt nicht spüren können. Ich mache mal wieder hier den Core an. Mal sehen. Ja, sophisticated Sound. Sehr schön. Und der Hingucker ist hier wirklich dieses runde Zentraldisplay. Also Leute, ganz ehrlich, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Also es ist ein rundes OLED-Display mit einer Bildqualität und einer Abbildungsschärfe. Unfassbar. Also es sieht gar nicht aus wie ein Monitor. Es sieht eher aus wie ein gedrucktes Hochglanzposter. Also wirklich geil. Und auch diese ganze Oberfläche. Also Oberflächendesign, Software-Ergonomie. Das hier ist doch mal, würde ich sagen, eins der besten Systeme, die ich so optisch bis jetzt gesehen habe. Es ist rund, ja, es ist gewöhnungsbedürftig, aber wenn man das erstmal kapiert hat, dass man überall an den Ecken da auch tippen kann, ja, also hier die Temperatursteuerung, wie schön das gemacht ist, ja, da wird es rot, wenn ich das ein bisschen wärmer stelle, ich kann es wischen, ich kann es tippen, ich kann draufklicken, Sitzheizung ein, aus, etc. Fantastisch, wirklich fantastisch. Und auch dieses ganze Geslide hier, super flüssig. Und dann kann ich hier drauf drücken, komme ich auf den Detailscreen. Hier die Batterieanzeige, kann ich drauf drücken, komme ich auf die Batterieanzeige und so ein Tacho, ja, mit Geschwindigkeitsmesser und Power. Und ich kann da nochmal drauf drücken und bin wieder zurück am Originalscreen. Ja, hallo, es geht doch. Warum nicht gleich so? Hallo VW, könnt ihr euch das mal anschauen? Natürlich ein Homescreen. Natürlich habe ich eine App-Liste, durch die ich dann scrollen kann. Da gibt es auch jede Menge. Ich habe hier CarPlay, Android Auto, drahtlos, WLAN-Hotspot, Over-the-Air-Software-Updates, völlig klar. Also Herz, was willst du mehr? Ja, und wenn ihr jetzt sagt, oh, das finde ich aber richtig doof, wieder nur so ein Zentraldisplay, ich brauche ein Tacho-Display, habt ihr hier nicht, aber ihr habt hier ein Head-Up-Display. Das ist zwar nur so eine Kunststoffscheibe, ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, also hallo, wir leben im Jahr 2025, aber es tut ihren Dienst, ja, also sie tut ihren Dienst, sie ist wirklich gut ablesbar und man hat dort alle relevanten Informationen, Tempolimit, Geschwindigkeitsanzeige, Poweranzeige, die Assistenzsysteme, genau das, was man haben möchte und ist im Prinzip dann das Tacho-Display. Ja, warum nicht? Schönes, großes Panoramaglasdach haben wir, was man mit so einer Jalousie elektrisch auf- und zufahren kann. Ich wäre mir super Ambient Light. Auch mit so Grafik-Signaturen hier auf dem Armaturenbrett, je nachdem, welchen Experience ich hier eingestellt habe. Also das ist schon richtig cool. Wir haben hier auch eine 360-Grad-Rückfahrkamera. Kann ich die auch mal aktivieren? Genau, da seht ihr das, ja. Also alles drin. Wirklich gut. Und noch eine Sache, die zu erwähnen gibt, weil ich ja gerade CarPlay sagte. Wenn ich jetzt mal CarPlay aktiviere, Sekunde, Apple CarPlay mache ich mal an. Ja, dann seht ihr das, dass das CarPlay natürlich nicht mehr rund ist. Dafür ist CarPlay nicht gebaut. Es ist für einen eckigen Bildschirm gebaut. Das heißt, ihr habt dann hier bei CarPlay so ein Quadrat oder so ein Rechteck, ne? Und das ist es dann. Und gerade auch das Navigationssystem, das ist dann natürlich nur hier so eine Briefmarke im Vergleich zu diesem schönen großen runden Display. Und das ist natürlich der Nachteil. Ja, also welcher Hersteller rechnet schon damit, dass irgendwo ein rundes Display eingebaut ist? Eins meiner Highlights hier in diesem Auto ist aber auch das Lenkrad. Also für so einen Kleinwagen, wir haben ein mega sportliches Lenkrad. Es ist schön klein, es ist dick und griffig. Hier mit so einer Wulst, wo man so die Daumen richtig einrasten kann. Hier dieses große Mini-Zeichen und die Materialien. Hier ist das zwar Kunststoff, aber das ist so ein bisschen so Rosé-Gold. Richtig Gold ist es auch nicht, aber irgendwie Richtung Rosé-Gold oder ein bisschen Kupferfarben. Hier ist wieder so ein Gurt. Ja, wir haben hier sowieso überhaupt viel Gurt-Imitation. Hier ist
auch noch so ein Gurt eingespannt. Hier hast du sie, Lasche, in demselben Material wie das hier. Und hier an den Sitzen sind auch zum Umklappen nicht so Hebel, sondern auch so Gurte zum Ziehen. Ja, das hat schon was und sieht richtig gut aus. So, und jetzt gucken wir uns doch noch mal ganz kurz die Ladeplanung an hier vom Navi. Also das Navi selber finde ich ja auch ziemlich cool. Da wollen wir mal sehen. Sprachsteuerung hat er natürlich auch. Navigiere nach München. Okay, unser nächstes Ziel ist München. Auf Upperborg Richtung Nordwesten fahren, dann in 95 Metern links abbiegen. Sehr gesprächig, dieses Navi. Boah, was gibt's hier an Baustellen? Schaut euch das mal an. So, 9 Stunden, bla, 755 Kilometer. Und wo ist jetzt die Ladeplanung, ne? Da wollen wir mal gucken. Hier ist irgendwas, ne? Zack, drücke ich mal drauf. Da haben wir was. Hier ist unsere Ladeplanung. Die gesamte Routenstrecke mit jeder einzelnen Baustelle, unfassbar. Also hier der erste Lader, 10%, da kommen wir an, mit bis 85 hochladen, 300 kW, HPC, AC Grid und Co., wo auch immer der ist, dann wieder Baustelle, 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 meine Fresse. Stockender Verkehr, der nächste HPC Ionity, wieder mit 10% ankommen, auf 83% hochladen. Ja, nahezu perfekt, Leute. Noch ein Ionity und dann sind wir in München. Also, dreimal kurz laden, dann sind wir in München. Ladeplanung funktioniert super. Also ganz ehrlich, hier auch die Route, wie die immer mitwandert, wenn ich hier scrolle. Das ist ganz großes Kino, Leute. Ganz großes Kino. Und das in einem Kleinwagen. Ich kann nur sagen, was wollt ihr denn jetzt eigentlich noch mehr? Und ich kann hier natürlich auch filtern, zeige euch auch nochmal eben. Dann kannst du im Navi hier auf das Zahnrad drücken und dann drückst du hier, also abgesehen davon, hier kann ich das alles einstellen, Autobahn meiden, Mautstraßen, Fähren etc., Augmented View und so weiter und so fort. Laden, Ladestation anzeigen, ja, nein. An der Ladestation, wie viel Prozent? Am Ziel, wie viel Prozent? Gewählte Anbieter bevorzugen, dann gewählte Anbieter anzeigen. Dazu muss ich mich allerdings als Benutzer authentifizieren. Ich bin momentan hier nur Gast. Ja, Leute, der Kofferraum, ne? Das ist ein Kleinwagen, ne? Und der Kofferraum ist natürlich nicht üppig. Wir haben hier ganze 200 Liter und man kann die Rückbänke nochmal umklappen, Verhältnis 60-40. Dann hat man 800 Liter. Hier unten ist noch ein Fach, da passt das Ladekabel gerade so rein. Im Moment ist hier auch der Subwoofer drin für die Soundanlage. Und das war's dann schon. Also mit dem Hund hier hinten drin, das brauchen wir gar nicht erst versuchen. Das klappt wirklich nur im Notfall, wenn sie sich hinlegt. Aber Myla als Golden Retriever in diesem Kofferraum, vergesst es. Ja, wenn ich jetzt mal hinter mir einsteigen soll, ne? Wenn der Sitz verfährt jetzt elektrisch und dann schäle ich mich hier rein und ja, ich habe echt Angst, dass er mir meine Beine zerquetscht. Aber es geht gerade so. Also ich kann hier sitzen. Man sieht mich nicht, ne? Weil es ist nur ein Dreitürer. Ich kann hier sitzen, hier hinten, aber möchte man das wirklich länger? Naja, also länger ehrlich gesagt nicht, aber für mal kurz in die Stadt geht's. Ja, ich würde sagen, jetzt kann's losgehen. Wir haben den individuellen Trip zurückgesetzt. Wir sind jetzt hier im Core Experience. Wir haben eine Reichweite von 257 Kilometer und eine Batteriekapazität momentan noch von 82%. Ich kann mal auf Green schalten. Dann erhöht sich nämlich die Reichweite von 257 auf 271 Kilometer. Das nehmen wir doch mal, damit wir auch möglichst effizient unterwegs sind. Und dann geht es jetzt auf die Autobahn und schalte ich den Wagen mal ein. Da muss man hier diesen Powerknopf einmal umdrehen und dann kann es auch schon losgehen. Ja, er macht ja in den verschiedenen Experiences immer so ein künstliches Motorgeräusch. Das kann man natürlich auch abschalten. Ich habe es jetzt mal angelassen, weil es auch irgendwie so ein bisschen cool ist und zu diesem Auto auch irgendwie passt. Aber ich glaube, langfristig würde ich es wahrscheinlich ausschalten. Geil ist auch hier dieser Kolibri. Wenn ich jetzt ein bisschen, dann kommt der Puma hoher Verbrauch. Also das ist schon ganz witzig gemacht, muss ich sagen.
Ja, und beim Mini Cooper SE, da merkt man schon, der Wagen soll dieses Go-Kart-Feeling doch auf Teufel komm raus irgendwie rüberbringen. Und dafür haben sie ihn doch sehr sportlich abgestimmt, ne? Ja, auch die Geräusche hier, wenn man ein bisschen schneller als 30 fährt, 33 gerade gefahren. Ja, das sind die Originalgeräusche, die es auch in BMWs gibt. Die haben sie dann sozusagen recycelt. Also vom Sounddesign haben sie sich da im BMW-Regal natürlich auch bedient. Und ja, Rekuperation. Hat hier D oder B? Ich bin jetzt auf D. Ich schalte mal auf B. Ja, man merkt auch sofort, dass der Wagen so ein bisschen wie in Watte reinfährt. Man muss da ein bisschen mehr Gas geben. Und wenn ich jetzt mal den Fuß wegnehme vom Gas. Hinter mir ist zum Glück keiner. Ja, er kommt bis zum Stillstand. Boah. Und dann kann man wunderbar One-Pedal-Driving damit machen. So stelle ich mir das vor. Boah, hier die Straße ist echt schlecht und das merkt man mit dem Mini doch ziemlich deutlich. Also jede Bodenunebenheit wird in den Innenraum durchgereicht, ne? Aber durch diese niedrige Frontscheibe an der Ampel, da sieht man die Ampel echt schlecht. Da muss man sich ziemlich runterbeugen. Sonst hat man verloren und hat, glaube ich, keine Erkennung, wann es grün wird. Also muss man schon selber hingucken. So, jetzt. Ja, er geht gut ab, der Mini. 6,7 Sekunden hier in einem Favorite Trim. In dieser Motorisierung, Frontantrieb. 160 kW, 218 PS. Das ist natürlich für so ein Auto, was 1,6 Tonnen wiegt, ganz schön. Also 6,7 Sekunden ist jetzt nicht mega schnell, aber es fühlt sich hier einfach wirklich gut an. Mit so einem kleinen Auto, da ist man vor allen anderen weg, jede Wette. Einziges Problem mit dem Frontantrieb, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemerkt, dass er die Leistung selbst bei trockener Straße nur ganz schwer auf die Straße bringen kann, weil die Räder einfach durchdrehen und zwar sofort. Wenn man wirklich mal durchdrückt, gerade vom Stand, wenn man steht und dann an der Ampel mal Gas gibt, dann drehen die Räder durch. Also er packt es nicht, die Leistung auf den Asphalt zu kriegen. Also es ist eigentlich ein bisschen verschenkte Leistung, weil man kann sie nicht wirklich abrufen. Zumindest nicht aus dem Stand. Ja, wir haben es jetzt 11 Grad. Übrigens alles super gut ablesbar hier. Endlich mal große Schrift, Leute. Ich kann alles lesen. Sagenhaft, perfekt, so muss das. Es ist trocken, es ist relativ ruhig, ein bisschen dunstig, neblig vielleicht. Aber wir hoffen mal, dass wir keinen Regen haben. Aber jetzt geht es gleich auf die Autobahn, Tempo 130. Und dann wollen wir mal gucken, was er kann, der Mini SE hier. Ja, natürlich hat der Mini alle Assistenzsysteme hier in dieser Ausstattung oder Trim, wie man ja bei Mini sagt. Wir haben den Assisted Driving Mode, das heißt Abstandsregeltempomat, aktiver Spurhalteassistent, Spurwechselassistent, Notbremsassistent etc. pp. Und das Ganze BMW-typisch, es ist ja im Prinzip hier aus dem BMW-Konzern sehr ausgereift. Auch die Anzeige hier im Lenkrad mit diesen LEDs, die dann so gelb und rot pulsieren, wenn man das Lenkrad anfassen soll. Das funktioniert alles wirklich super und für ein Auto dieser Klasse absolut perfekt. Gibt es überhaupt nichts zu meckern. Da haben wir 17 Zöller drauf, sind noch Sommerreifen. Und man merkt schon, dass der Mini jetzt nicht der leiseste ist. Also bei Tempo 120 hier auf der Betonfahrbahn, die so ein bisschen rauer ist, da hört man das Reifengeräusch sehr, sehr präsent. Also weniger Wind, aber Reifengeräusch ist deutlich. Und es ist nicht ganz so leise, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und bedingt durch die harte Abstimmung ist der Wagen immer so ein bisschen am Wippen, ne? Also die Fahrbahn ist halt nicht kerzengerade hier. Es gibt so leichte Wellen in dem Beton. Ist auch schon ein paar Jahre alt, ne? LKW-Verkehr und so, wir kennen das alle, wie sich das anfühlt. Und das reicht er dann halt hier durch. Das muss man einfach wissen. Mit dem Mini ist so dahin gleiten, ja, eher Fehlanzeige. Es ist halt wie ein Go-Kart. So, jetzt geht's los. 130 km/h Tempomat ist eingestellt. Wir sind jetzt 22 Kilometer unterwegs, haben 19,3. Könnt ihr hier auch sehr gut ablesen. Also ich feiere hier echt dieses Display. Ne? Also ich glaube, das ist das am schönsten gestaltete Infotainment-System in einem Auto, was ich je gesehen habe. Es ist verspielt, gebe ich zu.
Und am Anfang findet man sich erstmal schlechter zurecht als bei anderen Systemen, weil alles irgendwie in so einem Halbkreis oder in so einem Kreis angeordnet ist. Und an jeder Stelle kann man irgendwo draufdrücken und das ist natürlich erstmal ungewohnt. Ne? Aber wenn man das einmal kapiert hat, dann ist es richtig genial. Und auch dieses, ja, wie responsive das ist, dieses schöne Wischen hier, ne? Mit den ganzen verschiedenen Ansichten, die man sich hier einspielen lassen kann. Also das ist schon richtig toll gemacht. Auch hier die Batterieanzeige, drückst du drauf, bist du hier in so einer Art Tacho. Also muss ich echt sagen, Hut ab vor den Designern, die das gestaltet haben. Ja, bei dem Mini ist es ja so, dass die elektrische Version in China gebaut wird, also wie der hier. Das ist ja die Kooperation mit GWM, Great Wall Motors. Und die Benzinversion, die kommt tatsächlich aus England. Und der Preisunterschied zwischen Elektro und Benziner beträgt so um die 4000 Euro. Also der Elektro ist leider 4000 Euro teurer. Ja, jetzt fragt man sich, okay, der Wagen wird ja schon in China gebaut. Das heißt, da ist ja sowieso das Lohnniveau niedriger und die Chinesen bauen ja angeblich so billige Elektroautos. Warum muss er dann hier in Europa 4000 Euro teurer sein? Kann man mal fragen. Jetzt, wo die Strafzölle laufen, da ist die Frage, ob durch das Importieren dieses Minis aus China nach Europa der Wagen nicht noch teurer wird. Das bleibt noch abzuwarten. In jedem Fall ist es so, dass diese Neuauflage des Mini Cooper zum Glück im Preis jetzt nicht zugelegt hat im Vergleich zu früher. Ist sogar fast ein bisschen günstiger geworden. Aber der Wagen macht schon einfach Fun. Es ist einfach extrem lustig und spaßig, diesen Wagen zu fahren. Er ist so unglaublich wendig, agil, spritzig. Und dieses ganze Interieur mit diesen pfiffigen Ideen hier und dieses Infotainment-System mit dem runden Display, alles schon cool. Das macht diesen Wagen doch ziemlich knuffig und liebenswert. Hier dieser Stoff soll dann auch recyceltes Material sein aus alten PET-Flaschen. Soll die Nachhaltigkeit betonen, die hier ja ein bisschen Einzug hält in die Produktion. Und das würde ich jetzt mal zur Diskussion stellen, Leute. Also das ist, wenn man nicht drüber nachdenkt, klingt das erstmal super nachhaltig. Alte PET-Flaschen, klar. Aber alte PET-Flaschen. PET ist eins der wenigen Kunststoffmaterialien, die man super gut recyceln kann. Das heißt, aus alten PET-Flaschen kann man ohne Probleme neue PET-Flaschen machen. Und damit geht man in einen Rohstoffkreislauf. Immer wieder neu, ein Kreislauf. So, jetzt nimmt man die alten PET-Flaschen und macht daraus hier diesen Stoff. Ja, was passiert damit? Der ist eben nicht mehr richtig recycelbar. Wenn das Auto irgendwann verschrottet wird, dann ist dieser Kunststoff aus diesem Stoff hier, den kannst du dann nur noch verbrennen. Dann ist der Kreislauf halt durchbrochen. Das ist jetzt die Frage, was ist nachhaltiger? Ne? Ein Kreislauf oder irgendwas aus dem Kreislauf rauszunehmen, einen Stoff daraus zu machen, den man jetzt einmal benutzt. Okay, es dauert vielleicht 10, 12 Jahre und dann wird er doch verbrannt oder weggeschmissen. Ja? Also Nachhaltigkeit, da darf man auch ein Fragezeichen dran machen. Ich würde es eher Marketing nennen. Das gilt aber nicht nur für Mini, das gilt eigentlich für alle Autohersteller, denn es ist ja gerade große Mode, aus alten PET-Flaschen irgendwie Gewebe herzustellen, mit dem man dann so Interieurmaterialien macht. Ne? Zwischenstand, bei 40 Kilometer Strecke haben wir hier 18,5 Kilowattstunden. Bei Tempo 130 und 11 Grad, das klingt doch gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Ja, das gibt's doch nicht. Jetzt fängt es hier doch wieder an zu niesen. Aber ist das immer die gleiche Stelle? Ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall haben wir doch wieder ein bisschen Regen, also so Sprühregen oder so. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, aber gut, so ist es halt. Ne? Ihr kennt das ja. Und in puncto Ausstattung, was gibt es noch zu erwähnen? Wärmepumpe immer wieder gefragt. Ja, die ist hier serienmäßig. Wir haben ja auch sogar einen WLAN-Hotspot drin, kann man benutzen. Und Over-the-Air-Software-Updates sind sowieso klar. Und die Software hier, so wie sie jetzt schon ist, die ist schon richtig, richtig gut, muss ich sagen. So, Zwischenstand 55 Kilometer, 18,5 Kilowattstunden. Wir haben noch ein paar Kilometer und dann geht es von der Autobahn wieder runter. Dann machen wir die Wende und dann geht es wieder zurück. Aber bis jetzt, muss ich sagen, bin ich hier mit dem Verbrauch doch recht zufrieden. Ich hoffe, das bleibt so.
heute können wir mal wieder durchfahren. 65,1 Kilometer zeigt der Tacho an. Ist mal wieder interessant, dass die verschiedenen Autos immer so ein paar hundert Meter plus oder minus anzeigen für dieselbe Strecke. Jetzt machen wir hier nahtlos die Wende. Alle Ampeln grün, super. Wieder durchgeschüttelt hier, wirklich. Ist echt immer zum Piepen. Ah ja, und er macht echt Spaß. So ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt, geht gut nach vorne. Man muss aufpassen, hier ist Geschwindigkeitsbegrenzung. 17,3 der Durchschnitt jetzt nach 65 Kilometern. Das ist auch ein super Wert. Und jetzt geht's zurück. Wir haben immer noch so ein bisschen leichten Nieselregen, immer noch 11 Grad. Aber windtechnisch, ja, die Windräder drehen sich so ein bisschen. Aber viel ist es nicht. Dürfte eigentlich auch nichts ausmachen. Kann man es mal überlegen, ne? Gegen wen tritt denn dieser Wagen an? Also Kleinwagensegment bei E-Autos ist ja nicht so üppig besetzt. Da haben wir hier den Mini Cooper, da haben wir den Fiat 500, da haben wir natürlich den Renault R5 jetzt, ne? Den Citroën EC3, wobei so richtig klein ist der jetzt auch nicht. Wenn ich jetzt mich zwischen zwei entscheiden müsste, wäre es entweder der R5 oder der Mini Cooper. Also der Fiat ist schon fast wieder raus. Der war ja mal irgendwie der Renner, aber auch preislich. Und mittlerweile wirkt er jetzt gegen diese beiden, Renault 5 und hier den Mini Cooper, fast schon wieder altbacken. Ne? Also das ist schon toll, wie sich das hier entwickelt. Ja, und akkutechnisch, da liegen Mini Cooper und R5 ja relativ gleich auf. Jetzt bleibt halt noch die Frage, wie ist es eigentlich mit dem Laden? Ne? Wir haben natürlich hier 11 kW AC, ist klar. Und wir haben auch eine Schnellladefunktion mit CCS. Und die ist auf dem Papier doch ein bisschen ernüchternd. Nämlich die Spitzenleistung liegt hier nur bei 95 kW. Ja, da ist man erstmal am Schlucken. Klingt wenig. Aber man darf nicht vergessen, BMW gibt an, 10 auf 80% sind auch wieder 30 Minuten. Und diese 30 Minuten, das ist ja irgendwie sowas wie der Industriestandard bei E-Autos mittlerweile, also außer bei den 800-Volt-Autos. Aber diese 30 Minuten sind irgendwie fast bei jedem Auto so der Benchmark. Wenn man schneller ist, ist es schon wieder cool. Aber selbst der R5 ist auch nicht schneller, obwohl er eigentlich eine höhere Ladeleistung hat, auf dem Papier zumindest. Das bleibt natürlich noch abzuwarten, das teste ich nachher noch. Also wie die Ladeleistung, wie die Ladekurve hier vom Mini Cooper dann tatsächlich ist. So, jetzt nach exakt 100 Kilometern haben wir immer noch 18,1 Kilowattstunden. Und was sagt die Batterie? Wir haben 46% im Akku von 82 gekommen. Das heißt, 36% haben wir verfahren. 36%, 100 Kilometer. Ja, kommt ungefähr hin. Also nicht ganz die 300 Kilometer bei vollem Akku und Tempo 130 auf der Autobahn. Wir haben es auch wirklich 11 Grad, also nicht wirklich warm. Also ich würde sagen, wenn es ein bisschen wärmer ist und man vielleicht nur 120, 125 fährt, dann sollten die 300 Kilometer hier mit dem Mini Cooper SE tatsächlich drin sein. Und wie gesagt, wir haben ja die 17 Zöller drauf. Es gibt ja auch noch die Standardvariante mit 16 Zöllern. Da sollte er vielleicht sogar noch ein bisschen effizienter sein. Wobei ich die 18 Kilowattstunden schon relativ gut finde. Also, top Wert, muss ich echt sagen. Damit kann man arbeiten. Jetzt bei 120 Kilometer Strecke, 17,9 wird mir angezeigt. Wir haben da hinten dann gleich wieder die Abfahrt von der Autobahn und ein bisschen durch die Stadt müssen wir ja noch, Tempo 30 Zone und so weiter. Und da bin ich gespannt, wie er sich am Ende, wenn wir zu Hause sind, dann geschlagen hat. Aber sieht auf jeden Fall gar nicht schlecht aus. So, wir sind wieder zu Hause und das Endergebnis ist nach 130,3 Kilometern ein Durchschnittsverbrauch von 17,3 Kilowattstunden.
1,5 Kilowattstunden haben wir zurückgewonnen auf dieser ganzen Tour. Und was sagt der Akkustand? Wir haben noch 38% im Akku. Das heißt, wir haben 44% des Akkus verfahren für 130 Kilometer. Wenn man jetzt das mal ausrechnet, also der Durchschnittsverbrauch, der würde für eine Reichweite von um die 280 Kilometer sprechen. Und der Akkuverbrauch würde für eine Reichweite von 295 Kilometer sprechen. Ja, irgendwas dazwischen, 280, 290 Kilometer. Reichweite mit diesem Mini Cooper SE und Tempo 130 bei diesem Wetter, 11 Grad, bisschen Nieselregen, ja, und 17 Zoll Sommerreifen. Also finde ich einen super Wert. Der Wagen ist wirklich effizient, fährt sich dazu richtig knuffig, bisschen Go-Kart-Feeling. Ja, ist etwas wackelig, aber macht echt Gaudi, den Wagen zu bewegen. Ja, jetzt heißt es Butter bei die Fische. Ich fahre noch ein bisschen runter, so um die 10% Endstand, und dann gehen wir natürlich an Schnelllader und gucken mal, erstens, schafft er die 95 kW oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, und schafft er auch die 30 Minuten von 10 auf 80%, wie ist die Ladekurve? Und da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Ja, wenn das nicht eine Punktlandung war, wir sind genau mit 10% hier bei IONITY angekommen, und ihr habt ja gesehen, die Ladekurve ging tatsächlich ganz kurz sogar bis 101 kW hoch. Also die 95 kW hat er zumindest locker übertroffen. Leider nicht lange. Dann fiel es doch relativ schnell runter auf so um die 80 kW, hat er dann ein bisschen gehalten. Dann lag er irgendwie wieder bei so 65 bis 70 und hat es auch wieder eine Weile gehalten. Also die Ladekurve so hat Licht und Schatten. Einerseits ist es ganz gut, dass der Wert von 95 kW sogar übertroffen wurde, habt ihr ja gesehen, aber ich finde es zumindest so für diesen Kleinwagen doch noch relativ akzeptabel, muss man einfach so sagen. Und ansonsten, ich finde also den Mini Cooper SE hier richtig, richtig klasse. Er ist natürlich alles andere als ein Vernunftauto. Die ganze Optik, das ganze Interieur, das, was er sein möchte, wie er sich so verhält, die Sounds hier, das Go-Kart-Feeling bei diesem Auto, das ist einfach klar, das ist kein Nutzfahrzeug, sondern es ist ein Spaßfahrzeug. Und sowas muss man sich auch leisten wollen und leisten können, wenn es auch bei 31.000 beginnt. Aber diese Version, die wir hier fahren heute, ja, mit dieser ganzen Ausstattung, die liegt dann eher so bei 42.000, möglicherweise sogar darüber. Aber nichtsdestotrotz, den Wagen habe ich ja von Autohaus Brinkmann in Grasberg, BMW und Mini-Händler. Nochmal vielen Dank dafür, dass ich den Wagen heute fahren durfte. Und diesen Wagen könnt ihr dort natürlich kaufen. Der ist jetzt hier quasi als Probefahrzeug dort zugelassen, hat jetzt so 3.600 Kilometer gelaufen. Und da gibt es dann natürlich entsprechend schon günstigere Konditionen, weil der Wagen ja schon ein paar Kilometer auf dem Buckel hat. Das ist auf jeden Fall auch das, was ihr machen solltet bei den Händlern eures Vertrauens. Sich mal nach den wirklichen Verhandlungspreisen erkundigen. Denn auch bei BMW und Mini gehen die Autos relativ selten zum Nennwert über den Tisch. Ja, mein Fazit, der Mini Cooper SE, ein klasse Auto, vor allem super effizient. BMW hat hier echt was Geiles auf die Beine gestellt. Man muss dazu sagen,
mit der Hilfe von GWM Great Wall Motors aus China. Das haben sie richtig gut gemacht und zum Glück ist hier nicht so viel vom Aura Cat drin zu finden, sondern es ist wirklich ein Mini, wie er leibt und lebt. Ja, und so wie der Wagen hier dasteht, glaube ich, dass die Nachfrage hier ganz gut sein wird nach diesem Auto. Ich finde es, wie gesagt, richtig klasse und wenn ihr euch für so einen Kleinwagen interessiert, dann solltet ihr euch den Mini mal anschauen. Gibt ja ganz viele verschiedene Trim-Level, also auch für verschiedene Geldbeutel ist da was dabei, möglicherweise auch für euch. Fahrt sowas mal Probe und dann müsst ihr entscheiden, ob euch das als Zweitwagen taugt oder sogar als Hauptwagen, wenn ihr nur zu zweit seid, gar kein Problem. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und lasst mir gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Video wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.